Zepter hoch. Ja, es ist, das Level ist auch so krass. Ich weiß auch schon nicht mehr, was ich wirklich noch sagen soll, weil das ist so. Das ist ermüdend. Das ist. Wow. Das macht so ermüden, ernsthaft jetzt. Ach, der nächste ist da. Sag mal, noch weiter entfernt voneinander geht nicht, oder? Also ich meine, ihr habt ja echt Langeweile, kann das sein? Wow. Und jetzt weg hier, bitteschön. Danke. Warum muss es so einen Scheiß-Level überhaupt geben? So, wo war das jetzt? Das war... War das hier? Ja, ne? Ich meine, da kommen ja noch schönere Level. Ich bleib ja nicht nur bei dem Scheiß-Level. Da kommt ja auch noch... was kommt denn noch? Da kommt noch ganz viel Scheiß auf jeden Fall. Wobei dieses eine Level mit dem Schiff, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist auch so ein bisschen. Es ist zwar gut designt, aber es ist anspruchsvoll. Hä? Ja. Schön. Noch weiter voneinander entfernt. Geht echt nicht. Ernsthaft jetzt. Ja, da oben ist eine Honigwand, das weiß ich. Das ist die letzte. Oder auch doch nicht. Zack. Komm, oh, danke. Danke, Benjo, danke. Sweet! Trap! Aber nicht da hinten irgendwas? Oh, der blaue Ginger. Cool, sexy. Das lohnt sich halt doch nochmal nach. Hab ich eigentlich was das darf denn sein? Überdimensionale Ohrstäbchen oder sowas? Jetzt mal ernsthaft. Was soll das sein? Also ich persönlich habe keine Ahnung. Ah, endlich eine Honigwaren. So, jetzt muss ich gucken. Ich weiß, auf irgend so einem Stängel war eine Honigwabe. Das habe ich mir gemerkt. Nur ist die Frage, wo? Muss ich eigentlich noch als Krokodil was machen? Ja, außerhalb von vom Sumpf, aber jetzt hier drinnen nicht mehr. Hier bin ich fertig. Ich habe das aufgestaubt. Ich könnte mir jetzt noch ein Leben holen, aber das bringt sowieso nichts. Da ist sowieso mit Safe State spielen. Weil mir das manchmal echt auf den Sack geht hier. So, der andere war da hinten. So. Ja, noch schneller geht nicht, ne? You get pwned. Yeah, thank you. Warte mal, das war's eigentlich schon fast. Oder? Ein Puzzleteil dürfte mir jetzt nur noch fehlen. Genau. Ja, jetzt ist die Frage, wo? Ich überlege. Die Gingers habe ich. Das hier, der Schildkröte habe ich. Die Krokos habe ich gefüttert. Diese komischen Viecher. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Habe ich noch was vergessen? Ach doch, ich weiß schon. Toll. Aber ich schätze mal, das werde ich. Ich werde es ein, zwei Mal probieren, aber dann werde ich das auch offscreen machen, weil darauf habe ich nicht keinen Bock. Und dann bin ich mit diesem Level hier fast fertig. Nur fast. Und mir fehlen erstens ein paar Minuten, komischerweise. Warum auch immer. Und dann. Fehlt mir auch noch eine Honigwabe. Wofür die ist, weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Beweg dich ein bisschen schneller, bitte. Komm schon, du schaffst das. Komm schon. Das ist cool. Bin ich froh, dass ich das tatsächlich fast hinter mir habe, dieses Level. Das ist zum Kotzen. Und dann kommt eins meiner Lieblingslevel. Gobi's Valley. Ja, das Level ist wirklich cool gemacht. Das Level ist wirklich cool gemacht. Boah, das ist so scheiße. Das soll man in 10 Sekunden schaffen. Das ist echt interessant. Ja, ich weiß es. Ja, ich fall doch schon am Anfang runter. Was soll denn das? Ja, nee, komm, ich mach das offscreen.
Wir sehen uns gleich, Leute. Ja, wie ihr dann schon am Banjo's Tanzen gesehen habt, nach dem 5. oder 6. Mal habe ich es dann doch endlich geschafft. Ja. So, jetzt fehlen mir nur noch Noten. Und eine Honigfarbe. Dazu könnte ich natürlich im Internet gucken. Aber so dreist bin ich nicht. Nein. Ich verspreche einen 100% Run. Und weiß dann selber nicht mal, wo die ganzen Sachen sind. Das ist dann manchmal. Das ist dann schon. Warte mal, eine haben wir ja da vergessen. Hier in der Nähe. Oder war das hier? Das war doch hier in der Nähe, ne? Nein, hier war das nicht. Das war nicht hier. Oh, vor allem dieses Level ist auch so zum Kotzen unübersichtlich. So. Warte mal, hier ist der Anfang. Da sind Eier. Das ist unwichtig. Ja, hier hinten. Genau. Nein, oh Mann. So, meine Freunde. Hier war auf jeden Fall eine Note noch, das weiß ich. In einer Note bewege ich mich jetzt dahin. Das ist eigentlich voll erbärmlich. Aber ich schätze mal, ich werde heute Bobby's Valley nicht komplett zu Ende spielen. Boah, ich bin nicht drauf. Bei dem Banjo so wie schon wieder so ankotzt, hab ich da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Komm, hüpf doch hoch da. Was soll denn das? Stell dir jetzt an. Nom nom nom. Lecker. Oh, diesmal funktioniert es. Ich weiß nicht, Benjo. Warum sollte es vorhin nicht funktionieren? Wolltest du nicht oder konntest du nicht? Das frage ich mich manchmal. Wii. Wii. Letzte Noten. Das sind wie viel? 5 Stück. Ach, 3 sind da oben noch. Oh, verdammt. Ach, da ist auch ein kleiner hässlicher Bastard. Wenn es hätte gehen können, zum Useful Shit. Och nö, jetzt fange ich schon wieder damit an. Ernsthaft, Mann. Was soll denn das? Und waren doch noch Noten, oder? Nicht, dass ich da jetzt hochlatsche. Ernsthaft, ich sehe jetzt nichts. Aber ich gucke vorsichtshalber trotzdem, weil mein Emulator scheint so Sachen aus der Ferne nicht anzeigen zu können. Ey, was soll denn das? Mein Gott, das ist doch erbärmlich. Hallo, meine Freunde. Heute sind wir hier bei In Loserhausen für die Fail Show. Ich glaube, das mache ich jetzt 20 Abonnenten Special, meine größten Fails. Na komm. Wisst ihr was? Ich sage euch Bescheid, wenn ich die 100. Note einsammle. Bis dann, Leute. Nochmal eine kleine Zwischenmeldung. Ich habe was gefunden. Und zwar die zweite Honigfarbe. Na gut, dann bis dann. So, da bin ich wieder. Ja, ja. Und ich habe die letzten 100 Noten gefunden. Sie waren da hinten. Ja, sie waren da hinten. Ich habe sie voll vergessen. Da, falls ihr es mir nicht glaubt, 100 Noten. Ich habe sie endlich gefunden. Das heißt, ich habe jetzt alle Honigfarben, alle 100 Noten und alle 10 Puzzleteile. Ja, endlich, ich kann dieses Level verlassen. Aber eine kleine Sache muss ich vorher noch machen. Und zwar was ganz Wichtiges. Was sehr, sehr Wichtiges. Und zwar muss ich dazu zu Mumbo. Ich muss mich noch einmal zum Krokodil machen lassen. Wo will ich hin? Ich muss mich einmal zum Krokodil machen lassen, damit ich mir das erste Cheeto-Buch holen kann. Und, ja, eigentlich nur für das erste Cheeto-Buch, weil das gehört mir zu einem 100% Run dazu. Und ich finde, dieses Cheeto-Buch kann man auch nicht wirklich als Cheat ansehen, weil, ich meine, das ist vom Spiel angegeben. Du kannst das vom Spiel aus nutzen. Es ist kein Eingriff in den Spielcode, also warum sollte man das eigentlich benutzen? Und das sind so Cheats wie doppelte Energie. Das heißt, man hat zweimal diese Honigwarmleiste, dann kann man doppelt so viele Eier tragen, doppelt so viele rote Federn, doppelt so viele goldene Federn. Und noch irgendwie ein paar andere komische, unwichtige Sachen. Aber so viel genau weiß ich jetzt nicht.
Es gibt ein paar Cheeto-Bücher, ich weiß gar nicht wie viele. Ich glaube, 3 oder 4 gibt es. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, dann können wir halt doppelt so viele Sachen und so tragen. Und das ist halt auch schon manchmal nützlich. Wobei, bei den Eiern finde ich das mal gar nicht so nützlich. Aber bei den roten und bei den goldenen Federn ist das sehr nützlich. Und dafür, für den ersten Cheat, müssen wir uns jetzt zu einem Krokodil verwandeln. Ja, mach mal. Mach mal Zauber wie Copperfield. Komm schon, mach Zauber wie Copperfield. Copperfield. So. So, jetzt hier wieder weg. Und raus aus diesem Level. Und tschüss. Endlich weg. Endlich habe ich Baba Groups Swamp verlassen. Ja, Freiheit. Und jetzt kommt, jetzt kann ich mir entscheiden, entweder mache ich Freezy Park oder Gobi's Valley. Aber da Gobi's Valley mir besser gefällt und ich jetzt erstmal ein bisschen Erholung von diesem Scheiß brauche, nehme ich als erstes Gobi's Valley und danach kommt Peaky Freeze. Oder Freezy Peak. Freezy Peak, so. Peaky, wie komme ich auf Peaky Freeze? Wurde zu viel Earthbound gezockt in letzter Zeit. Na gut. Komm, beeil dich. Du kannst das. Du bist schneller als der Wind. Auch als Krokodil. Du schaffst das. Und in Gobi's Valley lernen wir eine neue, ganz lustige, einen neuen ganz lustigen Move. Und zwar ist das, Turnschuhe. Ja, wir können endlich Turnschuhe benutzen. Und die sind auch relativ wichtig. So, wir gehen jetzt mit dem Krokodil. Gehen wir jetzt hier lang. Ja, ja, gehen wir hier lang. Ja. Und ich merke gerade, ich faile. Ja, weil ich da noch gar nicht hin kann. Weil ich glaube, dass ich mit dem Krokodil gar nicht zerstören kann. Ich glaube, das kann ich mit dem Krokodil gar nicht. Scheiße. Geht das? Nee, nämlich nicht. Auf jeden Fall, diesen Eisblock müssten wir zerstören. Und dann würden wir zum ersten Cheeto-Buch kommen. Ja. Aber dann mache ich das von anders. Dann mache ich jetzt erstmal Peaky Freezy Peak auf. So, meine Fresse. Na komm. Jo. Zack. Kommt zu der Blazer Team mal jetzt den Marsch. Ich versuche euch den. Was sie sagen wollte, kann man sich wahrscheinlich denken. Eier einsammeln, obwohl es völlig unnötig ist. Das Teil verbraucht 10 Puzzleteile? Ja, da oben sind Gummistiefel, die völlig nutzlos sind. Und jetzt machen wir das viel geilere Level auf. Ja, weil das viel awesomer ist. Aber dafür müssen wir erstmal die andere roten Tür aufmachen. Ja, weil wir cool sind. Und nach Gobi's Valley mache ich dann Freezy Peak. Nach Freezy Peak mache ich oh, wie heißt die? Mad Monster Mansion. Und nach Mad Monster Mansion mal gucken. Danach müsste Rusty Bucket kommen, glaube ich. Aber kommt danach wirklich schon Rusty Bucket? Weil Rusty Bucket ist meiner Meinung nach das letzte Level. Ich muss aber kurz schneiden. So, dann bin ich wieder. Ich muss da mal kurz was klären. und es geht weiter mit Banjo-Kazooie. Und wir sind awesome. Das macht zwar keinen Sinn, aber egal. Ach ja. Ach nee, dazu brauchen wir ja erst. Dazu müssen wir ja die Notentür aufmachen. Damit wir uns das Puzzleteil holen können. Aus Bubblegum Swamp. Bitte, du bist gebumst. Gib mir meine Honigwappe wieder. Ah ja, wir können es ja erst in Teil 2 an Wänden lang hangeln. Blup. Ha, you fail. Yeah, sie ist offen.